Myanmar auf einem langen Weg zu Reformen. Das ist super, super. Im Gespräch der Präsident Myanmars Thein Sein. Herzlich willkommen, Präsident Thein Sein, in Berlin. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Sie sind nun seit 3 Jahren Präsident von Myanmar. Sind Sie mit der Entwicklung Ihres Landes in den letzten Jahren zufrieden? Zunächst einmal, es ist mir eine Freude, während meines Besuches in Deutschland ein Interview mit der Deutschen Welle führen zu können. Wie Sie sagen, sind es nun 3 Jahre, seit ich meine Reformen vorgestellt habe. Und ich bin mit der Entwicklung, die Myanmar seitdem durchlaufen hat, ganz zufrieden. Der Übergang hat sanft und ohne Blutvergießen stattgefunden. Das war in anderen Ländern mit ähnlichen Veränderungen nicht der Fall. Die Veränderungen für Myanmar kamen ja in etwa zeitgleich mit dem arabischen Frühling. Doch im Gegensatz zu den Entwicklungen in vielen Ländern des Nahen Ostens sind Übergang und Reformen, wie gesagt, eher sanft vor sich gegangen. Ich bin sehr glücklich, dass wir einen gewaltsamen Umbruch mit vielen Opfern vermeiden konnten. Sie sind durch die ersten Wahlen seit 20 Jahren Myanmars Präsident geworden. Bis dahin regierte die Militärjunta. Sie werden als Architekt der Reformen von Myanmar beschrieben. Was genau hat Sie dazu bewogen, diesen Reformprozess einzuleiten? Myanmar wurde damals von einer Militärregierung geführt. Es gibt viele ethnische Gruppierungen im Land mit den entsprechenden Unruheherden, die damit einhergehen. Um einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten und die nationale Sicherheit aufrechterhalten zu können, ist die Militärregierung fast 20 Jahre an der Macht geblieben. Doch die Menschen in Myanmar streben schon lange nach einer demokratischen Regierungsform und diese Tatsache war den Militärs damals auch durchaus bewusst. Also wurden bei gleichzeitiger Wahrung der nationalen Sicherheit die Grundlagen für einen demokratischen Prozess gelegt. Der Übergang folgt einer gewissen Systematik. Wie Sie wissen, hat die Militärregierung 2003 einen Leitplan in 7 Schritten vorgelegt, der den Weg zur Demokratie umsetzen soll. Es gibt ein starkes Bedürfnis danach in Myanmars Bevölkerung. Also hat sich die Militärregierung daran gemacht, diesen Bestrebungen gerecht zu werden. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir sind also bei unserem Reformprozess darauf bedacht, den Wünschen und Forderungen der Bevölkerungsmehrheit zuzuhören und entgegenzukommen. Wir versuchen, die Veränderungen an das anzugleichen, was die Menschen wollen. Und doch fühlen sich viele Menschen in Myanmar noch immer vom Militär regiert. Denn 25% der Parlamentssitze sind für Militärs reserviert. 3 der wichtigsten politischen Ämter, Verteidigung, Innenpolitik und äußere Sicherheit, werden noch immer von Generälen besetzt. Wann wird sich das ändern? Mit einem vom Militär kontrollierten Parlament scheint ein demokratischer Wandel unmöglich. Wir sind uns durchaus bewusst, dass die Menschen in Myanmar die Rolle des Militärs gern weiter reduziert sehen würden. Doch man muss die gegenwärtige Situation mit einbeziehen, so wie sie ist. In Myanmar haben wir verschiedene bewaffnete ethnische Gruppierungen. Im Moment sind es 16 an der Zahl. Deshalb geht die nationale Sicherheit mit einer starken Präsenz des Militärs einher. Wie Sie sagen, sind 25% der Sitze im Parlament für das Militär reserviert und die 3 Ministerien mit Schlüsselfunktionen, Inneres, Verteidigung und Grenzsicherung, liegen in der Hand erfahrener Kräfte, ebenfalls aus dem Militär. Doch je mehr sich Myanmar in Richtung einer Demokratie hin entwickelt, desto mehr werden diese Anteile an militärischer Führung abnehmen. Nächstes Jahr wird in Myanmar gewählt. Werden Sie wieder kandidieren?
Ja, das stimmt. 2015 werden Wahlen abgehalten. Um ehrlich zu sein, ich bin nun 70 Jahre alt und habe meinem Land in verschiedenen Funktionen gedient. Ich möchte mich deshalb gern zur Ruhe setzen, auch aus gesundheitlichen Gründen. Doch auch wenn ich mich nicht wieder aufstellen lasse, im Moment bin ich dafür verantwortlich, Frieden und Stabilität zu sichern und den Menschen in Myanmar zu dienen. Das ist also gerade meine Priorität, anstelle von Überlegungen, ob ich mich wieder aufstellen lasse oder nicht. Ich werde aber jeden unterstützen, der dabei helfen will, Myanmar in eine friedvolle, blühende Zukunft zu führen. Es gibt eine Person, die gern das Präsidentenamt übernehmen würde. Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi, wird es ihr möglich sein? Im Moment gibt es bestimmte Konditionen, die es ihr nicht erlauben, zu kandidieren. Wie Sie wissen, war ihr Mann Brite und das Gleiche gilt für ihre Söhne. Sie selbst ist Bürgerin Myanmars. Im Moment ist es ihr nicht möglich, die Präsidentschaft zu übernehmen. Doch es gibt Pläne, die bestehende Verfassung zu ändern. Dies hängt wiederum von den entsprechenden Volksvertretern ab. Diese Verfassung ist ja noch von der Militärjunta geschaffen worden. Und eine Reform der Verfassung braucht eine Mehrheit von über 75% im Parlament. 25% der Stimmen sind aber in der Hand des Militärs. Also, sofern das Militär nicht zustimmt, wird keine Änderung möglich sein. Es geht hier um den Artikel 59, der in den Augen vieler allein dafür geschaffen wurde, Aung San Suu Kyi an der Kandidatur zu hindern. Weil ihr verstorbener Mann britisch war und ebenso ihre Söhne, kann sie nicht kandidieren. Ein Ausschuss hat kürzlich festgelegt, dass dieser Artikel nicht geändert wird. Wie sehen Sie das persönlich? Würden Sie einer Kandidatur Aung San Suu Kyis für das Amt der Präsidentin zustimmen? Lassen Sie mich zunächst etwas zur Verfassung Myanmars sagen. Zwar ist diese während der Zeit der Militärregierung geschaffen worden, um den Demokratisierungsprozess in Gang zu setzen, sie hat aber Menschen aus allen möglichen Bevölkerungsschichten mit einbezogen. Diese Verfassung wurde nicht allein vom Militär entworfen. Einige Vorschriften, die in der Verfassung verankert sind, können mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament geändert werden. In anderen Fällen muss allerdings ein Referendum durchgeführt werden. Ich möchte weder Aung San Suu Kyi noch irgendeinen anderen Staatsbürger daran gehindert sehen, sich für das oberste Amt im Staat zu bewerben. Doch gleichzeitig müssen wir den Willen des Volkes berücksichtigen. Besonderes Augenmerk müssen wir außerdem auf unsere Eigenstaatlichkeit und territoriale Integrität richten und die Maßnahmen, die nötig sind, um diese zu erhalten. Nun, wenn wirklich der Wille des Volkes berücksichtigt werden soll, 1990 hat Aung San Suu Kyis Nationale Liga für Demokratie einen erdrutschartigen Sieg davongetragen. Ich habe Aung San Suu Kyi in Bangkok nach ihrer Entlassung aus dem Hausarrest getroffen. Ich fragte sie damals, ob sie es ihnen zu verdanken hat, dass sie dort sein konnte. Sind die Reformen Myanmars auch nach ihrer Amtszeit unumkehrbar? Mein politischer Pfad ist ganz einfach der, die Reformen voranzutreiben und jegliche Rückschritte zu vermeiden. Im Moment arbeite ich an einer soliden Grundlage, sodass es damit weiter vorangehen kann. Ich glaube, dass diese solide Grundlage es meinem Nachfolger ermöglichen wird, den Reformprozess weiterzuführen. Doch um das zu ermöglichen und Fortschritte machen zu können, brauchen wir Anerkennung, Hilfe und Unterstützung durch die internationale Staatengemeinschaft.
Die internationale Gemeinschaft hat den Fortschritt Myanmars innerhalb der letzten 3 Jahre bereits anerkannt. Das ist eine sehr kurze Zeit. US-Präsident Obama hat Myanmar besucht. Ihr Land hat den Vorsitz der Vereinigung südostasiatischer Staaten. Auch der deutsche Bundespräsident war bei ihnen. Und bei allen wird deutlich, auch in Gesprächen mit der deutschen Kanzlerin, dass Hilfe und Unterstützung nur mit Verbesserung der Menschenrechtslage und Reformen möglich ist. Können Sie das der internationalen Gemeinschaft zusichern? Myanmars Reformen werden nicht allein von der Regierung initiiert. Sie sind auch bedingt durch den Willen des Volkes. Und dieses will, wie ich schon sagte, ein demokratisches System. Als Mitglieder der Regierung ist es unsere Pflicht, diesem Bedürfnis nachzukommen und die Entwicklung zu einer blühenden Demokratie in unserem Land sicherzustellen. Doch ein erfolgreiches demokratisches System hängt nicht nur von der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft ab, sondern auch von der Unterstützung durch die Medien. Herr Präsident, welche ist die größte Herausforderung für Ihr Land? Die größte Herausforderung ist, den Leuten verständlich zu machen, wie Demokratie funktioniert. Jetzt mit einer demokratischen Regierung genießen die Menschen die damit verbundene Freiheit. Gleichzeitig vergessen sie leicht, dass mit der Freiheit auch eine Eigenverantwortlichkeit einhergeht. Wie jedes andere Land, in dem ein demokratischer Veränderungsprozess stattfindet, erleben auch wir die damit verbundenen Hürden und Herausforderungen. Doch wir sind zuversichtlich, dass wir diese gemeinsam überwinden werden. Wir wünschen Ihnen auf Ihrem Weg zur Demokratie alles Gute. Präsident Thein Sein, es war mir eine Freude. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, danke sehr.